Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich befinde mich heute in der Nähe von Hellenthal an der deutsch-belgischen Grenze und ich gehe die Eifelschleife Udenbreter-Höcker-Linie. Die Strecke ist 6,9 Kilometer lang und führt mich über 122 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Strecke so ist, dann bleibt dran!
Ich befinde mich am Ziel des heutigen Weges und komme daher zum Fazit. Die Strecke lässt sich grob in zwei Teile unterteilen. Die erste Streckenhälfte führt über Feld- und Wiesenabschnitte, auf denen man die Blicke etwas schweifen lassen kann, während die zweite Streckenhälfte eher durch den Wald führt und etwas abenteuerlicher ist. Als Tipp setze ich für euch, dass ihr euch zunächst einmal auf jeden Fall den GPS-Track aufs Handy herunterladet, denn es gibt hier ein paar Abzweigungen, die man möglicherweise übersehen könnte. Und auf der anderen Seite würde ich euch noch empfehlen, das Besucherbergwerk in Hellenthal zu besuchen. Das hat mir damals sehr gut gefallen. Was mir nicht so sehr gefallen hat, war die Tatsache, dass man auf der ersten Streckenhälfte fast ausschließlich über Asphalt läuft und auch auf der zweiten Streckenhälfte gibt es noch sehr, sehr viel Schotter. Das hat mir nicht so sehr gefallen. Was mir hingegen gut gefallen hat, das war ein kleiner Bergbaustollen, in den man hineinschauen konnte. Dann natürlich die Höckerlinie, die fand ich sehr interessant. Und ganz zum Schluss, so ungefähr im letzten Streckendrittel, da gab es noch einen schönen kleinen Waldpfad. Alles in allem würde ich der Strecke daher 5 von 10 Punkten geben. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch noch weiterhin Wandertipps erhalten möchtet, dann wisst ihr, worüber ich mich freuen würde. Abo, Like und Kommentieren. Werden wir mit einem Herz quittieren.